Platz bei mir am Tisch Gatwick. Cheers. Cheers. Prost. Hallo. Oh, ja. Also ich habe zwei Fragen, die mir gerade als allererstes einfallen. Ich frage erstmal, warum bist du auf Socken? Ja, Lukas ist eigentlich auch immer dabei, aber der ist erkältet. Ah, ja, das deswegen. Ist etwas fußkalt hier. Aber nee, der Marmor Entschuldigung, ist, die Fußbodenheizung braucht noch ein bisschen. Ach, ja, Entschuldigung. Nee, das ist irgendwie viel entspannter, habe ich rausgefunden, weil das so, ich fühle mich irgendwie mehr frei dann, keine Ahnung, es ist so ein Wohl, ein stärkeres Wohlbefinden. Okay, also habt ihr immer, dass du oder ihr beide eigentlich... Ja, eigentlich schon, weil wir wollten so ein Wohnzimmergefühl mal erzeugen, weil das wir wussten nicht, was fehlt, um das zu bekommen und dann haben wir uns die Schuhe ausgezogen. Und dann cool. War es auf einmal wie zu Hause tatsächlich, das funktioniert. Ja, ja, sehr schön. Ist man dann auch entspannter oder? Voll, ja. Sehr, sehr schön. Die andere Frage, eure Musikrichtung, die ist wirklich schwer zuzuordnen. Wie nennt man das genau? Das ist kein Elektro, aber... Das ist so langsamer, organischer Elektropop, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Das variiert ja von Song zu Song, finde ich. Okay, sehr... So würde ich es auch sagen, ja. Das ist ja nicht ganz zuzuordnen wahrscheinlich, ne, aber... Ja, okay. Ein Mix aus allem. Aber umso besser. Auf jeden Fall. Ja. Du kommst aus Jever, du aus Tübingen, habe ich mir sagen lassen. Und getroffen habt ihr euch hier in Hamburg, ja? Du hast vorher andere Musik gemacht. Auch, ja. Was hast du denn also, so gemacht? Also sowas habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe in Hardcore-Bands Schlagzeug gespielt. Okay. Und auch Bass und ich oder auch also war auch also habe gesungen so in Anführungszeichen in solchen Bands auch, aber gesungen. Also solche Sachen gemacht, also so viel Musik hauptsächlich, ja. Okay, cool. Alles. Und du hast vorher? Ich habe auch Musik gemacht, aber eher so also Richtung Soul Jazz. Ja. Auch schön. Wie kommt wie gesagt ja zu diesem Endergebnis gekommen? Das sind ja zwei doch verschiedene. Ich weiß es gar nicht. Also wir haben, ich weiß es nicht genau, wie wir das wissen es nicht. Und jetzt sind wir hier und wir wissen nicht, wie wir hergekommen sind. Nein. Ja, mit dem Auto offensichtlich. Weil ja, deswegen trinken wir nichts. Nee, also wir haben uns in Hamburg getroffen vor 3 Jahren, glaube ich sogar schon, oder 2,5. Und haben Covermusik gemacht, weil wir irgendwie Kohle brauchten. Das hat aber nicht funktioniert. Und die Musik oder die Kohle? Das mit der Kohle, also irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es da, weil eigentlich mit Covermucke kann man eigentlich relativ viel Geld verdienen, aber irgendwie war das, wir haben halt nicht so diesen Dreh gekriegt irgendwie, oder nicht die Motivation, dann irgendwie tatsächlich Covermusik zu machen. Und dann ist es halt im Proberaum geendet und dann haben wir halt angefangen, eigene Songs zu schreiben und das hat halt ganz schön lange gedauert, bis wir dann das hatten und dann haben wir gedacht, okay, jetzt können wir mal auch auftreten vielleicht. Ist cool, auf jeden Fall. Wie lange braucht man, um mit diesem, wie nennt man das überhaupt? Was denn? Dein Instrument. Was spielst du? Was ist das? Ach, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht so genau. Nee, ist halt so, gut. Ich drücke halt ein paar Knöpfe und drehe so ein bisschen daran rum und dann. Also ich lade herzlich dazu ein, das mal wie vorzuführen irgendwann. Das wäre ein geiler Job, ich mache so Workshops. Ja, mach das. Kannst du auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch Geld mit verdienen. Wie lange hast du gebraucht, bis das Sitz gesessen hat? Ich arbeite daran, seitdem ich 18 bin, glaube ich. Okay, jetzt bist du 23, ne? Ja, nee, 24. 24. Ja, nein, also so dieses, es ist halt irgendwie tatsächlich, es dauert halt irgendwie. Und irgendwie klappt es dann halt irgendwann. Sehr schön, klingt halt auf jeden Fall gut jetzt. Danke. Euer Name Gatwick. Eigentlich sind das ja so Standardfragen, die man versucht zu vermeiden. Ja, woher kennt ihr euch und so weiter und so fort. Aber Gatwick, es hat eine ganz coole Story. Magst du die mal erzählen? Ach so, ja. Woher der Name kommt, ja. Ich war, also wie gesagt, mit Hardcore-Bands ganz viel auf Tour schon so und halt auch mal so eine in England halt auch so eine Tour und da zahlst du ja komplett drauf, also zahlst du Flug selbst, pennst dann auf Isomatten, dann geil. Bist du bei einem Veranstalter und dann sagt er dir, 50 Pfund waren nicht ausgemacht, waren so 10 und ein Kasten Bier kriegst du nicht, das müsst ihr selber zahlen, so völlig easy so, aber dann war es halt so, also die Tour war nicht so geil. Dann wollten wir zurückfliegen, dann ist ein Vulkan ausgebrochen irgendwo in Island und so. Und dann hangen wir halt in Gatwick fest. Und zu der Zeit habe ich halt schon so Beats gebaut und dachte so, irgendwie, ich glaube, ich lerne so ein Projekt einfach mal so. Weil wir halt dann die Nacht da verbracht haben, das war also war nicht so geil. Londoner Flughafen, die Nächte kenne ich auch, das ist wirklich schön. Macht nicht so Spaß. Und dann, seitdem hatte ich so den Namen im Kopf und wollte eigentlich mal eine Hardcore-Band so nennen. Hat ja auch fast geklappt. Fast. Und jetzt. Warum dann nicht nach dem Vulkan benannt?
Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Kannst du wahrscheinlich selber nicht aussprechen. Ich habe es aufgeschrieben. Echt? Ja, es ist aber wirklich nicht leicht. Ich kann auch kein Isländisch. Magst du mal vorlesen? Das ist das hier in grün. Guck mal, probier mal. Ach du Scheiße. Dahinter steht 2010. Da war das. Da war das, ja. Eja Fjalla Ökulölölö. Ökul. Ja. Das wäre auch ein cooler Bandname. Klingt blöd, bleibt im Kopf, ne? Es heißt Eja Fjalla Ökul. Na? So, wieder was gelernt. Ihr seid seit einem Jahr jetzt erreicht zusammen. Was sind eure Meilensteine, so, die ihr schon erreicht habt? Seit einem Jahr zusammen. Als Band, mein Gott. Ihr macht seit einem Jahr zusammen so in diesem Projekt Musik. Ja. Richtig? Gut. Und was habt ihr jetzt schon so für Meilensteine erreicht? Wie sieht's aus, euer Stand gerade? Wir haben eine EP aufgenommen. Die haben wir auch dabei. Die habe ich noch geholt. Die habe ich vergessen im Proberaum gerade. Egal, ja, weiter. Das ist kein Meilenstein, ne? Ich darf es eigentlich normalerweise nie reden, deswegen genieße ich das ja, kurz. Ja, du, leg los, erzähl, was du möchtest. Aber eine EP habt ihr rausgebracht, cool, wann war das? Jetzt letztes Jahr? Das war im November, 5. November. Und das ist auch das, was wir heute Abend von euch hören, richtig? Ja, wir haben sie jetzt ein bisschen ausgedehnt. Also es ist ein bisschen mehr, als auf der EP drauf ist, aber genau. Krach und Getöse habt ihr auch den Preis abgesahnt letztes Jahr. Wie ist das für euch gewesen? Ist das ein Schritt, der euch weitergebracht hat? Oder was sind da so das Fazit, das ihr daraus ziehen könnt? Ach so, ja. Da haben wir also bei Kampnagel Festival, Sommerfestival gespielt und ein paar andere Festivals noch, die uns ganz gut getan haben, glaube ich, in der Entwicklung so. Weil, ja. Sehr schön. Bevor wir gleich noch zu mehr Songs aus eurer EP kommen, hier jetzt das Freundebuch, das wir extra für hier angeschafft haben. Und ihr seid die Ersten tatsächlich, die hier sich verewigen können. Ich glaube, vor dir liegt der Stift, oder? Ja. Darf ich mal? So, das ist nämlich mein Kellerherz, Konzerte mit Mitschnitt, Künstler, Freundebuch. Für dich, für mich und für Freunde. Schön, ne? So, welche Farbe mögt ihr? Guck mal. Ich meine, wir sind alle auch echt ziemlich schwarz angezogen. Machen wir es vielleicht bunt? Ja. Ja, du hast rot, grün, schwarz und blau zur Auswahl. Rot. Mhm. Total. Rot. Cool. Nehmen wir rot. Also, geht los hier. Einmal mein Name ganz groß. Ich habe ihn schon reingeklebt. Mein Name rückwärts ist übrigens Zivtak. Das ist euer Name rückwärts. So, wir füllen mal aus. Wie alt seid ihr? Zusammen? Also, eure Band. Also. 48. Eins. Die Band. Also, wir gibt es seit einem Jahr. Ach so. Wie würdet ihr am liebsten heißen? Ich meine, du hießt schon Gatwick, du kamst dazu und hast gesagt, den Namen nehmen wir, oder hättest du eigentlich einen Namen, wie ihr lieber heißen würdet? Das kannst du nämlich jetzt, ist deine Chance, das zu sagen. Nee, ich bin großer London-Fan, deswegen war das sehr passend. Also, okay, also Gatwick würde gerne auch weiterhin Gatwick heißen. Schön. Warte, dann lassen wir mal eure Adresse und Telefonnummer einfach raus. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Pinguin. Maulwurf. Okay, Lukas wäre gerne Pinguin. Okay. Und Edina, ein Maulwurf? Ja. Warum das denn? Du weißt schon, dass die den ganzen Tag unter der Erde rumwühlen. Und die können nicht sehen. Ja, aber die sehen nicht. So. Ja, die hören besser, ne? Toll. Okay, wenn ich ein Tier wäre, das müsst ihr jetzt sagen. Wenn du ein Tier wärst? Ja. Scheiße. Irgendein Tier, was viel redet vielleicht? Papagei? Okay. Nehmen wir so, Papagei. Wenn ihr eine Zahl wärt. Die Nummer 1, oder? Nee, das ist Quatsch. Ach, das ist aber eine schwierige Frage. Was ist das für eine Frage? Ja, musst du jetzt sagen. Ja, keine Ahnung, ich habe das Buch nicht ausgedacht. Ich habe mal Wirtschaftsmathematik studiert, 2 Wochen lang. Wow! Ich würde sagen, ein Applaus für 2 Wochen Wirtschaftsmathematik. Großartig! So, welche Zahl ist dir da hängen geblieben? Schreib mal Pi auf. Das ist scheiße, weil, guck mal, ich muss jetzt auch eine Zahl haben. Ich würde jetzt mal die 7 nehmen, aber jetzt müssen wir zusammen ergeben wir Pi 7. Auch geil. Ja. Pi 7. Ist mathematisch wahrscheinlich nicht ganz korrekt, oder? Passt schon. Passt. So war das, mein Standard war auch so ungefähr. Okay, okay, das lassen wir mal weg. Ich finde, du kannst ganz schön gut, Musik machen. Das ist jetzt hier mein Beritt. So, alles klar, das mache ich gern. Was macht ihr gerne in eurer Freizeit? Hobbys. Hobbys? Außer Musik machen. Lesen, reisen. Lesen. Ja. Freunde treffen, Kino. So. Okay, cool, alles klar. Nee, perfekt. Ich habe mir FIFA geholt, FIFA 16. Ja. Guck, FIFA 16, geil. Oh nee. Ja. Voll ich bin bei dir, Edina, aber gut. Das interessiert mich gar nicht.
FIFA 16. Mich auch nicht. FIFA 16 und dich interessiert gar nicht? Lesen. Schön, sehr schön. Das sammle ich. Lukas Tattoos, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Kann ich die mal angucken? Ja. Sind schön, hast du also viele Tiere, eine Eule und ein Tiger. Ein Tiger, genau. Kannst du mal eine Geschichte dazu erzählen? Haben die irgendwas? Nein, Story? Das hat gar keine Bedeutung dazu. Gar nicht? Nee. Super, ich sage ja immer Tattoos an sich ja, cool, ne? Aber so ganz ohne also Bedeutung. Doch, schon, also so ein bisschen, aber irgendwie hauptsächlich finde ich das ganz, das sieht cool aus. Also, nee, so denkst ist halt du. Cool. Nein, so mache ich das nicht, so mache ich das nicht. Aber so, ich finde es halt, ich find's gut. Du so. Siehst, was gefällt dir, kommt auf den Arm. Ja, so, auch, so platt auch nicht. Also es hat schon eine Bedeutung, aber das ist auch Quatsch immer. Okay, also Lukas sammelt Tattoos. Und du? Ich Briefmarken sammel... oder was? Bücher? Bücher. Echt? Nee, ich sag, nee. Was sammel ich? Du kannst auch nichts sagen. Erfahrung, du sammelst Erfahrung. Die ganze du nicht, ne? Wow, jetzt haut einen raus hier. Jetzt Erfahrungen. Das habe ich schon einmal verloren. FIFA? Nee, nein, das hatte ich vorher gar nicht tatsächlich. Deswegen hat er jetzt neu. Ich habe die Merch-Kiste tatsächlich verloren, glaube ich. Gott, das ist echt so dämlich. Ne? Auf Natur die Merch-Kiste verloren? Nein, nein, ich bin halt gerade nach Hause also zum Proberaum gefahren, weil ich dachte, die ist da. Und dann bin ich extra nach Hause fahren und nochmal neue CDs holen, weil die ist nämlich weg. Ach so, jetzt sind die CDs auch weg, die du eigentlich holen wolltest. Nein, nein, ich habe neue CDs geholt, aber die Merch-Kiste ist weg. Das ist blöd. Kannst du nachher nochmal suchen? Ja. Vielleicht hilfst du ihm. Was hast du verloren? Mein In-Ear-Sound. Auch nicht so geil, ne? In-Ear-Sound. Jetzt kommt eine Frage, die finde ich richtig gut. Davon habe ich mal gekotzt. Komm, guckst mich todernst an, ne? Ich überlege gerade. Das mache ich nicht. Ich kotze nie, das mache ich seit Jahren schon nicht mehr. Sehr vernünftig. Ach, tatsächlich, ich kann kein Wodka trinken, aber das ist glaube ich, so das, ja, der Standard. Wem ist es noch nicht passiert? Edina, du? Tja, bei Grippe halt, ne? Aber sonst? Ja, das ist doch super, bei Grippe halt. So, alles klar, wir gucken mal. Sehr lecker, findet ihr? Nee, wisst ihr was, wir überspringen das hier mal ganz kurz, weil es kommt eine viel geilere Kategorie hier unten. Ihr müsst jetzt ankreuzen, ich habe schon mal, ne? Ja, nein, geheim. Und das Erste, was da steht, ist, du hast schon Popel gegessen. Geheim. Nein. Natürlich hast du schon mal Popel gegessen. Das ist geheim. Jeder, der Nein sagt, lügt. Okay, geheim bei beiden. Ja, der Rest ist jetzt hier eine Wette verloren. Das hat jeder schon mal. So, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir lassen das mit... Nee, Quatsch, das Wichtigste. So sehe ich aus. Ich habe jetzt keine Kamera, aber hier kommt jetzt ein Fundstück bzw. eine Erinnerung von euch rein. Habt ihr was ihr mir da lassen könnt? Ein Plektrum oder Haare, Fingernägel, irgendwas? Geil, guck mal. Hast du was? Ja, ein Plektrum. Ernsthaft? Ja. Geil! Unser erstes halt Plektrum im Kellerherz-Freundebuch. Heftig. Okay, das wird jetzt hier reingeklebt. Das habe ich auch nur durch Zufall. Das gehört auch nicht mir, aber... Hallo! Siehst du nicht, dass ich mich gerade freue? Ja, natürlich. Das ist jetzt auch deins. Danke. Das hat den Besitzer gewechselt. Ja, das wird jetzt hier eingeklebt. Ich klebe das ein. In der Zeit würde ich sagen, huscht ihr mal wieder auf die Bühne, macht weiter mit dem Rest von eurer EP und was ihr noch dabei habt.